Das vordere Kreuzband ist das am häufigsten verletzte Band im Kniegelenk. Es hat zwei Aufgaben. Es ist einmal verantwortlich für die Verschiebung von vorne und hinten, um diese zu stabilisieren, und vor allem für die Rotation. Und während wir, wenn wir hoch trainiert sind, zwar die Möglichkeit haben, die Vorwärts-Rückwärtsbewegung zu limitieren, so ist es fast ausgeschlossen, dass wir auch die Rotation gut kompensieren können. Trotzdem ist es nicht so, dass jede Kreuzbandverletzung auch operativ behandelt werden muss. Wir prüfen zusammen mit Ihnen anhand von ausgeklügelten Diagnostika wie einem MRT, wie speziellen Stabilitätsuntersuchungen und Funktionstests, sowie anhand Ihrer persönlichen Lebenssituation, ob eine Operation und Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes tatsächlich notwendig ist. Ob wir es nicht vielleicht auch schaffen, dies mit rein autobiologischen Maßnahmen wie Stammzellen, PRP und Manualtherapie sowie Akupunktur zu behandeln. Sollte es zu einer Operation kommen, so haben wir viele Möglichkeiten, dies durchzuführen und beherrschen jede Technik bis ins kleinste Detail.